vielleicht den Kopf hoch, Pferdchen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich muss mich gleich von Anfang an mal ein bisschen entschuldigen. Leider ist nicht bei allen Sequenzen die Hintergrundmusik mit drauf. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall nehme ich das Intro jetzt gerade hier nach dem Schneiden auf, weil mir beim Schneiden aufgefallen ist, dass ich gar kein Intro habe. Lol. Bisschen chaotisch. Ups. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Das ist jetzt der erste Teil von der Rennstrecke der Baroness. Falls ich ein bisschen verloren wirken sollte in diesem Video, tut mir das wirklich leid. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, und dann würde ich sagen, gucken wir jetzt gleich noch die SMS von Linda an. Die habe ich jetzt nämlich gerade noch gar nicht gelesen. Hallo, hier ist Linda, du musst herkommen. Ich brauche moralische Unterstützung. Ich erkläre dir alles, wenn wir uns sehen. Okay, dann müssen wir sowieso zum Landgut. So, ich bin richtig, richtig gespannt, was es jetzt hier Neues gibt. Ich sehe auch gerade, dass ich Post habe. Das müsste ich eigentlich auch mal nachgucken. Gibt es hier irgendwo einen Briefkasten? So, mein Briefkasten ist jetzt leer. Ich frage mich gerade, wo ich das mit der... Hä? Die Baroness sieht ganz anders aus. Hat die Baroness etwa ein Makeover bekommen und ich habe es nicht mal mitbekommen. Also sorry, in letzter Zeit passiert bei Star Stable so viel Neues. Also es gibt so, so viele neue Sachen und Änderungen und alles. Und ich bin irgendwie total überfordert von dem Ganzen. Die sieht komplett anders aus als früher. Krass. Also jetzt nicht in schlechten Sinne. Eigentlich voll cool, dass sie jetzt so schön detailliert ist. Und so. Sie sieht auch nicht mehr so hässlich aus, um ehrlich zu sein. Ich finde sie jetzt viel, viel hübscher. Sogar der Dutt ist mega schön. Ich will diese Frisur haben. Die Frisur ist mega, mega schön. Ich hoffe ja, dass wir bald neue Frisuren und sowas bekommen. Ich bin gerade am Überlegen, wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, ich muss da rein. Und da müsste dann Linda sein. Und wo ich das mit der Rennstrecke mache, also die Rennstrecke überarbeite, das habe ich jetzt auch noch nicht gecheckt, aber das finden wir noch heraus. Ich bin manchmal ein bisschen lost beim Zocken. Sorry for that. Und wo ist hier Linda? Hä? Also anscheinend ist Linda hier doch nicht drinne. Vielleicht ist sie auch hinter dem Gebäude. Gucken wir mal hinter das Gebäude. Vielleicht ist sie ja da. Nee, das kann irgendwie auch nicht sein. Also das ist ja irgendwie viel zu weit weg. Ich blick's gerade nicht so richtig. Wo muss ich hin? Ja, gucken wir mal aufs Dach. Vielleicht ist sie ja da. Oder ist es das hier, wo die ganzen Leute stehen? Aber ich habe hier gar kein Ausrufezeichen. Hä? Ich kann hier sprechen, aber ich habe kein Ausrufezeichen. Meine Katzen kratzen jetzt an der Tür. Ihr kriegt jetzt was in euer Fummelbrett, ey. So kann's nicht weitergehen, du kleiner Furz. Hoffentlich sind die beiden jetzt ganz kurz mal ein bisschen beschäftigt. Wie krass ist das Outfit von der einen hier, bitteschön. Das sieht voll schön aus mit den lila Haaren auch. Wow. Manche Leute in SSO haben so krasse Outfits. Das hier ist auch mega cool. Also wirklich, manche Outfits sind so krass schön. Aber ich frage mich immer, oder das hier ist auch voll schön. Krass. Und auch die Frisuren so. Oh mein Gott, ich habe gerade voll Lust auf ein Umstyling. Manchmal frage ich mich immer so, wie finden Leute so coole Sachen? Weil irgendwie, keine Ahnung, ich finde voll oft nicht so coole Sachen zum Anziehen. Naja, anyways. Darum sollte es ja eigentlich gerade gar nicht gehen. Da bist du ja. Aiden sei Dank. Gerade rechtzeitig, um den Wahnsinn mitzuerleben. Die Baroness hat sich wieder was ausgedacht. Okay, was hat sie sich denn ausgedacht? Wahrscheinlich die Strecke zu renovieren. Nein, niemand im Silverglade-Schloss ist eingesperrt. Das war alles ein großes Missverständnis und ist erledigt und vergessen. Es ist noch viel schlimmer, nämlich, ach, sie wird es dir gleich schon selbst erzählen. Oh oh, oh wow, sie ist so schön gestaltet. Und diese Musik, ich liebe ja diese Musik, die wir jetzt hören. Ich muss sie ganz kurz genießen, ich finde die einfach so schön, die Musik. Die Musik ist einfach so schön. Okay, machen wir weiter. Linda, du hast mir eine Freundin mitgebracht. Wunderbar. Herzlich willkommen, Evelyn. Ich habe ganz wundervolle Nachrichten für dich und für ganz Jorvik. Heute kündige ich meine mit Vorfreuden erwartete jährliche Öffentlichkeitskampagne für meine unvollendete Rennstrecke an. Ich hoffe sehr, dass die Gemeinschaft zusammenkommt, um die Strecke ein für alle Mal fertigzustellen. Ja, ich habe noch letztens in irgendeinem Stream oder Video, habe ich sogar noch gefragt, wann die Rennstrecke der Baroness wohl irgendwann mal zu, also quasi fertig gestaltet sein wird, weil das ja schon seit Ewigkeiten
eine Baustelle ist und voll lustig, dass es genau jetzt irgendwie kommt. Ich könnte natürlich die GED um Hilfe bitten, aber ihr könnt euch vorstellen, was dabei Unschönes herauskommen würde. Nein, ich denke, diese Dinge lege ich lieber in die fleißigen Hände der gutherzigen Einwohner der Insel. Wie viele Jahre läuft diese Kampagne denn schon? Tja, also das dürften über 10 Jahre sein. Das ist so krass einfach, wenn man mal das überlegt. Auch das Spiel gibt es ja schon seit 10 Jahren. Und das Interesse der Öffentlichkeit wird von Jahr zu Jahr größer. Aber er wurde doch nicht umgestaltet. Wurde er umgestaltet, der Butler? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung mehr, um ehrlich zu sein, wie der Butler aussah. Was haben wir für diese Jahre geplant, Madame? Wir machen unsere jährlichen Projekte auf der Insel immer wieder große Freude. Nun, Godfrey, ich habe mir überlegt, dass wir unsere Bemühungen dieses Jahr in die Hauptstadt verlegen sollten. Ja, wir gehen nach Jorvik City und erzählen den lieben Leuten dort, warum die Vollendung dieser Rennstrecke so wichtig ist. Jorvik City? Ja klar, die Leute da sind alle so verrückt nach Pferden. Hast du etwas gesagt, Linda? Du musst bitte etwas lauter sprechen. Ich höre nicht mehr ganz so gut. Oh, schon gut. Ich freue mich nur, dass sie was vorhaben. Okay, nun, dann ist es jetzt an der Zeit, dass wir nach Jorvik City aufbrechen. Godfrey, ist unsere Abreise vorbereitet? Auch schaut euch mal diese detaillierten, schönen Überblendungen von dem Lidschatten an. Das sieht so echt und gut aus. Das wird immer besser und auch mit den Falten und so. Das sieht so krass schön aus und generell auch das... Also, dass das Grün so zu ihrer Brosche passt und einfach alles ist so, so, so krass schön gestaltet. Wirklich, kann einfach nur wow dazu sagen. Ja, Madame, ich fahre den Wagen vor. Linda, Evelyn, kommt doch mit. Es wäre reizend, euch beide dabei zu haben. Können Sie uns denn mitnehmen? Die Bushaltestelle von Fort Pinter ist ein ganz schönes Stück weg. Ich bedauere, aber wir haben nicht genug Platz. Auf Wiedersehen. Okay, dann nimmt er uns einfach nicht mit. Typisch, ich versuche schon seit Ewigkeiten, Godfrey dazu zu bringen, uns mal mitzunehmen. Tja, dann bleibt mir wohl nur der Bus nach Jorvik City. Immerhin haben wir so genügend Zeit, uns mental auf einen weiteren Misslungenversuch, die Rennstrecke zu bauen, vorzubereiten. Wie sieht's aus, Evelyn? Kommst du mit auf dieses Abenteuer? Ja, safe. Ich liebe Abenteuer. Das ist zwar nicht mit unseren üblichen Eskapaden zu vergleichen, aber wir werden das Beste daraus machen. Du kannst zur Bushaltestelle reiten oder du benutzt den Anhänger nach Fort Pinter, um etwas Zeit zu sparen, wie es dir lieber ist. Ich sehe dich dann in Jorvik City. Ich muss mich erst noch mit Melchior darüber kurz schließen, welche Snacks ich ihm da kaufen soll. Und jetzt ist die schöne Musik auch schon wieder vorbei. Die ist so episch und so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Jorvik City, willkommen! Ich weiß nicht, warum mir die Ausrufezeichen nicht angezeigt werden. Das ist ganz komisch. Gut, dann machen wir jetzt mal auf nach Jorvik City. Und ich bin so gespannt. Ah, oh, ich freue mich gerade einfach nur so auf diese neue Quest und auf das ganze neue Aussehen von der Rennstrecke. So, es sind auch ganz, 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 ganz viele Leute hier. Das ist so krass. Aber heute ist auch Mittwoch. Also jetzt quasi diesen Mittwoch direkt das Mittwochs-Update nehme ich auch auf. Dann ist es auch sowieso immer ein bisschen voll. Und ich bin ja auf Server 3 unterwegs. Und das ist dann immer noch voller. Ich überlege gerade, warte, wo ist jetzt eigentlich Jorvik City nochmal? Ach so, Fort Pinter, genau. Und da muss ich ja mit dem Bus fahren. Das haben die ja gerade gesagt in einem Dialog. Manchmal bin ich ein bisschen verwirrt, wo welche Orte sind, um ehrlich zu sein. Und was ich auch noch voll gerne machen würde, ist mir noch weitere Welsh Ponys zu holen, weil ich ja jetzt endlich den Ruf beim Einsiedler habe. Ich habe mir überlegt, ob ich mir halt noch weitere ich hoffe, ich bin jetzt überhaupt richtig, weil die haben ja eigentlich nichts von Shopping Center von Jorvik City gesagt, oder? Bin ich da überhaupt richtig? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube irgendwie nicht. Ich habe hier an dem Platz auch nochmal eine Aufgabe, aber ich weiß nicht, ob das die Hauptquest ist mit Madison an dem Auto da. Ich weiß, off-topic, also weil das gehört ja eigentlich gar nicht jetzt zu der Quest dazu, aber wie schön ist eigentlich Star Stable? Es ist wirklich, wirklich schön gestaltet. Okay, ich glaube, es gehört nicht zu dieser Quest dazu, aber trotzdem wunderschön, oder? Ich passe auch voll gut zu dem Haus hier mit dem Pink und so. Ich muss echt mal ein Umstyling machen, weil so wie ich aussehe, es geht ja gar nicht klar. So, Moment. Gehörte das doch die ganze Zeit zu der Hauptquest? Ich bin gerade überfordert. So, da wären wir. Und da ist die Baroness. Aber wo sind all die Leute? Ich frage mich irgendwie bis heute, ob die Baroness einen Namen hat, weil hier zum Beispiel Anastasia Silverglade, Aaron Silverglade, Linda, Godfrey und so. Alle haben Namen, außer die Baroness. Ja, ist einfach nur die Baroness. Haben wir jemals den Namen der Baroness erfahren?
Weil wenn ja, dann habe ich den total vergessen. Aber ich glaube nicht. Ich grüße Sie, Bürger von Jorvik City. Ich bin Baroness Annabelle Silverglade aus der Familie Silverglade und trete heute mit einem Vorschlag an Sie alle heran. Cool. Jetzt hat sich meine Frage gerade irgendwie von selbst beantwortet. Hier mit den Schatten ist irgendwie ein bisschen gefailed bei der Animation. Aber sonst finde ich es eigentlich ganz cool. Seit hunderten von Jahren ist die Familie Silverglade der Inbegriff von Würde und Respekt auf ganz Jorvik. Meine Familie hat die reiterlichen Traditionen der Insel zu dem gemacht, was sie heute sind. Von der Finanzierung von Ställen und Pferdeboxen auf der ganzen Insel bis hin zur Sicherstellung einer vielversprechenden Zukunft für junge Reiterinnen und Reiter durch die Silverglade Reiterstiftung hat meine Familie immer Wege gefunden, sich mit der Gemeinschaft zu verbinden, die sich so gut um uns gekümmert hat und ihr etwas zurückzugeben. Deswegen, oh, voll der schöne Ausblick auch von hier, stehe ich auch heute hier und spreche zu jedem und jeder einzelnen von Ihnen. Ja, mit Ihnen und ja, auch mit Ihnen. In diesem Jahr habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die ausgediente Rennstrecke, die sich auf dem Grundstück meiner Familie befindet, wieder aufzubauen. Und im Sinne der Gemeinschaftsarbeit und des Gemeinschaftsgeistes bitte ich Sie, die Einwohner von Jorvik, bei mir diesem Projekt zu helfen. Wir brauchen Entwürfe für eine brandneue Anlage sowie die tatkräftige Hilfe von Menschen und Pferden, um die nötige Ausrüstung für den Reitparcours aufzubauen. Zudem benötigen wir Dokumentationsmaterial und als letzten Schliff ein wenig Bepflanzung. Sie sehen, es gibt also viele Möglichkeiten für Sie, sich zu engagieren. Nun, was sagen Sie alle? Tun wir uns zusammen und bringen den Glanz und Ruhm einer renommierten Pferderennstrecke nach Jorvik? Wuff, wuff. Ist jemand bereit? Meine rechte Hand, Godfrey, steht mit einem Anmeldeformular für Interessierte an meiner Seite. Jedes Handheben ist äußerst willkommen. Ich helfe mit, Mutter. Ich kann mich ein oder zwei Tage von meinen Bürgerpflichten freimachen, nehme ich an. Okay, er ist der Sohn. Ich weiß irgendwie, fällt mir gerade auf, extrem wenig über die Geschichte der Baroness oder halt über die Familie der Baroness. Prince Charming hat morgen Geburtstag, aber ich denke, eine kurze Feier reicht. Ach nein, wirklich entzückend. Kann es sein, dass die Baroness eine der wenigen NPCs ist, die überarbeitet wurden, weil die anderen haben alle so eine viel dickere Textur und so. Halt, die sehen auch ganz anders aus, also viel unechter im Gegensatz zur Baroness. Ich glaube, das wird Ihnen an Hilfe nicht reichen, Madame. Darf ich Ihnen herunterhelfen? Vielleicht wäre es gut, sich unter das Volk zu mischen. Ich habe nicht um Ihre Einschätzung gebeten, Godfrey, und ich brauche ganz sicher keine Hilfe dabei, von diesem Ding herabzusteigen. Ich habe nicht mein halbes Leben auf dem Pferderücken verbracht, um mir dann dabei helfen zu lassen, von einem Milchkasten zu steigen. Allerdings muss ich das verflixte Ding jetzt noch in meine Handtasche bekommen. Ja, ich denke, es ist Zeit für uns zu gehen. Kiste in ihre Handtasche, aber das ist unmöglich. Die passt da niemals rein. Absolut, alles ist möglich, selbst das Unmögliche. Du kannst den Mund ruhig zumachen, Linda. Du bist kein Karpfen. Die ist schon sehr stark fertig, die Baroness, muss ich sagen. Oh, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Wieso sollten sich die Städter für die heruntergekommene Pferderennstrecke einer alten Dame interessieren? Sei nicht traurig, Mutter. Es kommt immer noch ein nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Ich weiß nicht, wie viele Jahre meine alten Knochen noch mitspielen. Jetzt kommen Sie, Godfrey. Brechen wir auf, ehe ich den Ruf Silverglades noch weiter beflecke. Ich muss schon sagen, die Baroness ist ganz schön schlagfertig. Das war leicht cringy, würde ich sagen. Cringy. Was soll das bedeuten? Meint sie cringy? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja, dass die Leute in Jorvik City nicht direkt Feuer und Flamme für Pferde sind, aber nicht ein einziger Passant ist hier stehen geblieben. Ja, das ist schon ein bisschen traurig. Aber ich bin da, also ich kann helfen. Die Baroness tut mir leid. Jedes Jahr versucht sie hier auf Jorvik Helfer für den Neuaufbau ihrer Rennstrecke zu wecken, aber niemand ist interessiert. Sie hat das Herz am rechten Fleck. Ich glaube, es fällt ihr von Jahr zu Jahr schwerer, mit den Menschen auf der Insel in Kontakt zu kommen. Ich habe sogar einmal versucht, ihr einen YouTube-Kanal, oh mein Gott, so süß,
also die Anspielung ist einfach niedlich, einzurichten. Aber das endete damit, dass sie sich in den Kommentaren von Gesichtsvideos mit anderen Leuten gestritten hat. Okay. Warte mal, da kommt mir eine Idee. Evelyn, du reitest doch immer über die Insel und redest dabei mit allen möglichen Leuten, nicht? Du hast inzwischen schon einen Haufen Freunde hier. Nehmen wir die Sache selbst in die Hand. An wen sollen wir uns wenden, um Hilfe zu bekommen? Idris, alle möglichen Leute, die GED. Ich würde sagen, alle möglichen Leute auf Jorvik oder Idris, weil der kann dann zaubern, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Fragen wir mal alle möglichen Leute auf Jorvik. Ja, das ist es. Suchen wir die Menschen auf Jorvik auf und ermutigen sie, beim Bau der Rennstrecke mitzuhelfen. Wenn wir ihnen persönlich erklären, wie viel dies der Baroness und Jorvik bedeutet, werden die Leute es bestimmt verstehen. Okay, beschlossene Sache, so machen wir es. Ich werde noch ein bisschen in der Stadt abhängen. Vielleicht schaue ich mal beim Purple Pony vorbei. Du kannst dich mir gerne anschließen. Ansonsten treffen wir uns beim Silverglade-Land gut und erzählen der Baroness von unserem Plan. Ich schicke dir eine SMS, um dich daran zu erinnern. Okay, alles klar. Nicht vergessen, Landgut treffen. Dann gehen wir wieder zurück ins Landgut. Weil ich glaube, wir haben jetzt sowieso hier nichts mehr zu tun. Dann warten wir auf die nächste Bahn, würde ich sagen. Ich weiß immer nicht genau, wo die hält, die Bahn. Gehen wir mal wieder zurück nach Fort Pinter und gucken uns dann am Silverglade-Landgut um. Aber ich würde sagen, ich nehme den Transporter, damit ich nicht so lange brauche. Es sind echt super, super viele Leute hier. Das ist so krass. Hattest du eine schöne Zeit in Jorvik City? Ich habe mir da ein ganz neu veröffentlichtes Buch gekauft. Beatrix Rider und der Schicke des Straßenkindes. Diesmal führen Beatrix Abenteuer sie nach London. Wird es ihr gelingen, das Pferd des Straßenkindes vor den Fängen der gefürchteten Knackers zu retten? Wer weiß. Okay, was ist das für ein Buch? Erzählen wir der Baroness von unserer Idee. Sie lässt sich nicht gerade leicht von Vorschlägen anderer überzeugen, aber ich krieg das schon hin. Als ihre Assistentin habe ich schon meine Erfahrung damit, sie von Dingen zu überzeugen. Gut, dann überzeugen wir sie mal. Voll lustig, immer erstmal der Kopf ist irgendwie weg. Das sieht ganz kurz immer so richtig creepy aus. Ein weiteres Jahr, in dem ich diesen scheußlichen Schandfleck meiner Rennstrecke vor Augen haben muss. Was würde meine Familie von mir denken? Lady Silverglade, könnten wir wohl kurz mit Ihnen sprechen? Linda, was habe ich dir gesagt? Nenn mich doch bitte Annabelle. Lady Silverglade, das ist meine Mutter. Ja, Annabelle, Evelyn und ich haben uns unterhalten und möchten einen Vorschlag machen, der helfen soll, den Bau der Rennstrecke endgültig abzuschließen. Ach, Linda, das klingt vielversprechend, wenn auch vielleicht etwas zu ehrgeizig. Bitte sprich weiter. Wie wäre es, wenn wir anstelle von Reden und Öffentlichkeitskampagnen die Menschen auf Jorvik einzeln ansprechen würden? So könnten wir ihnen persönlich erklären, wie viel diese Rennstrecke für die Insel bedeutet. Ich kann mich um die Organisation des Ganzen kümmern. Ich habe es auch schon geschafft, für Jorvik Gesetz zu schreiben. Mein Lernen voranzutreiben und nach der Schule mit Meteor zu reiten. Und Evelyn kennt praktisch jeden auf Jorvik, also haben wir auch den sozialen Aspekt voll im Griff. Hey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr beide habt euch offensichtlich gründlich Gedanken über die Angelegenheit gemacht und ich liebe eure Idee. Ich werde euch liebend gern bei der Umsetzung unterstützen. Ja, wirklich? Das war aber einfach toll. Dann ist es abgemacht. Ihr beide scheint sehr gut in der Lage zu sein, dieses Projekt zu bewältigen. Und ich bin hier, um es zu beaufsichtigen und zu helfen, wo ich nur kann. Vielen Dank euch beiden. Mir fällt eine Last von den Schultern. Okay, ich bin gespannt, was wir jetzt alles machen müssen. Also wie lange die Quest tatsächlich ist und wie lange damit dieses Video wird. Haben wir wirklich gerade die Baroness davon überzeugt, uns die Verantwortung für dieses Projekt zu übertragen? Kneife mich mal, ich glaube, ich träume. Ziehen wir los und reden mit den Leuten. Okay, wir brauchen das Dorf. Die Rennstrecke bedeutet den Menschen in der Umgebung viel. Silverglade Village ist also eine gute Wahl, um Leute für unsere Sache zu gewinnen. Okay, und was gibt es noch? Also was ist die, oder wo müssen wir jetzt zweites Werbung machen? Zurück dahin, wo alles begann. Wahrscheinlich Moorland, ja. Wir brauchen noch ein paar Leute mehr. Am Moorland-Stall ist doch meistens eine Menge los. Wenn du darum fragst, finden wir vielleicht noch ein paar helfende Hände. Okay, supi. Dann würde ich sagen, let's go erstmal direkt nach Silverglade Village und danach noch nach Moorland. Und dann sollten wir hoffentlich genügend Leute zusammenfinden, die uns bei der bei dem Aufbau der Rennstrecke helfen. Und ich bin so gespannt, wie die Rennstrecke aussieht. Ich frage mich, ob wir jetzt gerade noch mal kurz bevor
die Rennstrecke, also bevor wir die Rennstrecke quasi aktualisieren, ob wir da nochmal vorbeischauen wollen, dass wir uns quasi nochmal umschauen, wie sie jetzt aussieht und dann versus halt später. Ich glaube, wir machen das noch ganz kurz. Also schauen wir uns noch ganz kurz die Rennstrecke an. Also bevor wir sie jetzt umbauen. Ich weiß nicht, ob wir später halt noch die Möglichkeit dazu haben. Also hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob dieses ganze GED-Zeug hier, also diese Baustelle vor der Rennstrecke bleiben wird. Also ob wir quasi nur die Rennstrecke aktualisieren oder ob das dann auch hier weg ist. Das sieht schon ganz anders aus. Die sieht ja schon ganz anders aus. Hä? Okay. Also es hat sich hier einfach komplett alles geändert. Krass. Und hier sind auch noch so Ställe und so. Also quasi so nach dem Motto, wenn man halt hier so ein Rennen hat, dann sind hier so die Startboxen, wo man erstmal die Pferde stehen lassen kann. Hier so ein kleiner Roundpen zum Aufwärmen. Also ein bisschen Pferde aufwärmen vor dem Rennen. Und hier noch so eine kleine Mini-Koppel. Und hier kommt wahrscheinlich noch ein Pferdefriseur oder sowas hin. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall krass. Ich dachte, dass das... Also, krass. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich nicht erwartet habe, dass jetzt schon, also quasi bevor man die Quests abgeschlossen hat, das ganz anders aussieht. Aber ja, wahrscheinlich logisch, weil das... Also sonst müsste man wahrscheinlich das Spiel halt zwischen der Quest zwischendrin updaten oder so, keine Ahnung. Also, wenn es jetzt schon so aussieht, bin ich sehr gespannt, wie die Quest gleich aussehen wird, wenn wir sie erledigt haben. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf. Dann reiten wir jetzt einfach mal ganz fix nach Silverglade Village. Hier ist wahrscheinlich die erste. Hurra! Oh, ihr Outfit ist auch voll hübsch. Du kommst genau richtig. Mel und ich wollten gerade eine Neuaufführung von Die Verwandlung anbieten. Darbieten, bei der sich Hauptdarsteller in ein Pferd anstelle eines Insekt verwandelt. Passt gut zu Jorvik, nicht wahr? Thalia, ich glaube nicht, dass unsere Straßenkünste der Anlass für diesen Besuch sind. Können wir dir irgendwie weiterhelfen? Wir haben einen strikten Terminplan, aber Handlungsideen unter 500 Wörtern können wir uns durchlesen. Süß. Schluck. Könnte es sein, die Baroness will den alten Glanz ihrer Rennstrecke wiederherstellen? Oder vielleicht eher den ersten Glanz herstellen, da sie eigentlich immer schon in diesem Zustand war? Denkst du auch, was ich denke? Melpomeni? Du nennst mich nie Melpomeni. Du musst wirklich aufgeregt sein. Aber ja, die Antwort lautet, natürlich weiß ich, woran du denkst. Wirbeln wir diese Rennstrecke ein wenig auf. Wir treffen uns gleich dort. Wir müssen nur erst unsere Materialien holen. Okay, die ersten Leute sind schon mal dabei. Das ist nicht schlecht. So, und dann gucken wir, wen wir noch hier so in Silverglade, wen wir da noch so überreden können zu helfen. Was sind die beiden hier? Ah, das sind doch die von, hier im Moment, wie heißen die? Von den Gärtnern, oder? Hey, vorsichtig, pass auf. Diese Gärten werden so sorgsam gepflegt. Du kannst hier nicht einfach durchrauschen und alles niedertrampeln. Ups. Was bringt dich überhaupt hierher? Agneta, heißt sie Agneta? Ich weiß es nicht. Geht es vielleicht um das Silverglade-Weingut? Nun, da gibt es bisher noch nicht so viel zu sehen, aber eines Tages wird es fantastisch sein. Du kannst uns gerne helfen, wenn du möchtest, aber das ist vermutlich nicht der Grund, weswegen du hier bist, oder? Ja, schon gut. Die Dinge sprechen sich auf Jorvik schnell herum. Wir haben gehört, dass die Baroness ihre Rennstrecke fertigstellen möchte. Nun, bei unserer Expertise im Landschaftsbau ist es nur logisch, dass wir das Projekt leiten. Legen wir damit los. Die erste Aufgabe ist Agneta, Liebes. Vielleicht haben Sie schon jemanden, der das Projekt leitet. Vielleicht Linda, die Assistentin der Baroness. Ich habe sie kürzlich auf dem Gelände dort herumlaufen sehen. Mit einem Laptop in der einen und einem Bücherstapel in der anderen Hand. Sie sah so aus, als hätte sie eine Mission. Wir wären überglücklich, wenn wir unsere Fähigkeiten im Landschaftsbau einbringen könnten, um diese unansehnliche Rennstrecke zu verschönern. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. So süß, die beiden. Und ich überlege gerade, wen könnte man noch, also für das Projekt mit einbeziehen? Also sie hat es ja schon vorher angedeutet, dass man jemanden braucht, auch für die Begrünung. Und es waren ja jetzt die beiden Gärtner und so, aber ich habe schon wieder total vergessen. Hier, stopp, 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 hier. Wer ist der Letzte hier in Silverglade? Das ist
Huge. Reden wir mal mit Huge. Okay. Du siehst aus wie jemand, der an etwa 10 Orten gleichzeitig sein muss. Falls du mit der Tierärztin sprechen möchtest, hast du leider Pech. Sie ertrinkt heute in Arbeit. Sie konnte nicht einmal mit mir sprechen. Dabei bin ich ihr ältester Freund. Es hat doch nichts mit den Gerüchten zu tun, dass Leute gesucht werden, die dabei helfen, die Rennstrecke der Baroness endlich fertigzustellen. Klingt nach einer ganz schönen Aufgabe, aber ich helfe gern, wo ich kann. Die Sicherheit der Pferde hat oberste Priorität. Achso, er ist wahrscheinlich der Gehilfe von der Tierärztin, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich würde gerne kommen, um auf die Pferde und Menschen Acht zu geben. Ich kann sicher dabei helfen, ein oder zwei Dinge in Ordnung zu bringen. Aber ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Ich habe Madison versprochen, dass ich ihr beim letzten Bosskampf in einem Gemo-Spiel helfe. Okay. Es gibt zwar nur einen Controller, aber man muss eine Menge Knöpfe drücken. Also ist es eigentlich eher eine Aufgabe für 4 Hände. Okay, ich glaube, wir haben es erledigt. Also dann später wieder zurück zu Linda. Und dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch nach Moorland. Da können wir uns auch kurz abholen lassen, weil es geht einfach schneller. So, und dann sind wir jetzt beim Schmied und das ist, glaube ich, der letzte, den wir um Hilfe bitten müssen für die Rennstrecke. Mal gucken, was der uns so sagt. Die Rennstrecke der Baroness. Ich bin so ausgebucht mit Bestellungen für Hufeisen, dass ich keinen Pferdeschweif weit von meinem Amboss und Hammer wegkomme. Nein, ich dachte, er kann uns helfen. Das sieht so aus, als würden wir vielleicht in Moorland ein paar Leute fragen, bevor wir irgendjemanden finden, der uns helfen kann oder wird. Mal gucken, wer hier noch so ist. Lustig, der wurde gerade gar nicht angezeigt und ich weiß auch gerade gar nicht, warum der bei der Einsiedlerhütte steht. Das ist ja ganz wild. Ich kann nicht bei der Rennstrecke helfen, tut mir leid. Ich habe Hermann drüben im Jorvik-Stall versprochen, bei den Vorbereitungen für ein anstehendes Festival zu helfen. Jetzt wächst mir der Papierkram über den Kopf, wortwörtlich. Ich mache Papiergirlanden, um den Stall zu dekorieren. Okay, einfach, wow, was war das gerade? Einfach niemand hier in Moorland hat Zeit oder Lust zu helfen. Alle so, oh nö, kein Bock. So, wen haben wir denn noch? Hier zum Beispiel Loretta. Vielleicht hilft Loretta ja, aber ich glaube eher nicht tatsächlich. Bei was auch immer du Hilfe brauchst, wir können nicht. Die Bobcats bereiten sich auf die Dressurmeisterschaften des Stalls in Bauvista vor und da brauchen sie mich als Anführerin. Ja, also ja, was machst du noch hier? Richtiger Korb von ihr einfach. Ich bin gespannt, ob überhaupt jemand bereit ist, hier in Moorland zu helfen. Sieht so aus, als hättest du kein Glück. Alle hier sind heutzutage so beschäftigt. Hast du es bei Josh von der Starshine Ranch probiert? Er hat uns heute besucht. Er könnte noch in der Gegend sein, wenn du es bei ihm versuchen möchtest. Vielleicht hilft der uns, ja? Ich glaube, das könnte unser Mann sein. Dann sprechen wir mal mit dem guten Josh. Howdy, du hast mich eben noch erwischt. Ich wollte gerade zurück zur Ranch und Herrn Patterson mit den Eseln helfen. Ihr jährliches Bad steht an, aber sie nutzen jede Gelegenheit, sich davor zu drücken. Was gibt's denn? Die Baroness baut ihre Rennstrecke. Das gibt es doch nicht. Ich hätte eher erwartet, dass sich auf dem North Link etwas tut, als dass diese alte Strecke jemals fertiggestellt wird. Oh ja, das fühle ich irgendwie. Ich weiß genau, wie schwer es sein kann, etwas aus dem Nichts aufzubauen. Die Starshine Ranch war einmal nichts mehr als Gras und Steppenläufer, weißt du. Oh ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern, wie die Starshine Ranch eröffnet wurde. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ich glaube, erst 1 oder 2 Jahre gibt es die. Natürlich helfe ich mit. Dafür steht Jorvik doch etwa, oder nicht? Gemeinschaft. Ich bin allerdings nur eine Person. Ich werde meine Freunde überzeugen, auch mitzumachen. Das ist bei dem großen Anwesen auf dem Berg. Richtig? Wir werden da sein. Wir sehen uns, Partnerin. Oh, danke schön. Und auch danke an dich, Josh, dass du deine Freunde noch fragst. So. Dann, ich überlege gerade, aber ich glaube, da müssen wir jetzt wieder zurück zum Silverclad-Landgut und mit der lieben Linda sprechen. Sprechen wir mal mit der Linda. Du musst Wunder vollbracht haben, Evelyn. Es kommen schon so viele Leute zusammen. Könntest du alle überreden, mitzumachen? Super. Jeder, den wir eingeladen haben, ist gekommen. Das heißt, es ist Zeit, unseren Plan zu enthüllen. Wir kriegen das hin, Evelyn. Ich treffe dich unten an der Rennstrecke. Oh ja, jetzt wird's ernst. Aber ich nehme an, dann wird die Baustelle von der GED trotzdem hier bestehen bleiben. Also trotz der Überarbeitung der Rennstrecke.
Aber vielleicht fehlt da auch noch was in der Hauptstory, dass wir die noch brauchen, sie die deswegen noch nicht weggemacht haben. Hallo zusammen, wow, das sind wirklich mal eine Menge Leute. Zuerst möchte ich euch allen danken, dass ihr gekommen seid. Das bedeutet uns viel, nicht nur der Baroness, sondern allen auf Jorvik. Wie wir alle wissen, ist die Rennstrecke der Baroness schon eine ganze Weile in diesem Zustand. Natürlich kann man hier schon herumreiten, aber wie unglaublich wäre es, wenn wir alle zusammenarbeiten, um etwas ganz Tolles hier rauszumachen. Mit ein wenig Anstrengung und einer Menge Teamwork können wir diese Rennstrecke in etwas verwandeln, auf was wir alle stolz sind, da bin ich mir ganz sicher. Also, wer ist dabei? Juhu, sogar die Leute aus Dunder sind dabei, krass. Packen wir es an, großartig. Gönnen wir uns heute eine Pause, um für den großen Tag fit zu sein. Leute, wir treffen uns morgen früh hier. Ach so, okay. Kann es sein, dass wir dann einen Tagesblocker haben? Also, das lief besser, als ich erwartet hatte. Ich freue mich wirklich auf alles morgen. Komm gerne vorbei, wann immer nach dir danach ist. Ja, genau, okay, wir haben einen Tagesblocker. Das heißt, wir können diese Quest jetzt sowieso gar nicht beenden und können erst die neue Strecke dann morgen sehen. Ich dachte eigentlich, dass die Quest quasi heute gleich abgeschlossen ist, aber ich würde sagen, dann mache ich vielleicht ein zweites Video daraus. Was sagt ihr dazu? Ich glaube, ich mache zwei Videos daraus, einfach um das Ganze abzuschließen für heute erstmal. Und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen irgendwann nochmal wieder, wenn ich dann den zweiten Teil sozusagen aufgenommen habe. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt in den nächsten Tagen überhaupt Zeit habe, um Star Stable zu spielen. Aber die Vollendung der Rennstrecke werde ich auch auf jeden Fall für euch noch mit aufnehmen, weil ich das auch irgendwie so voll den krassen historischen Moment finde und ich das auch irgendwie so ein bisschen für mich selbst speichern will. Und ja, ich bin so mega, mega, mega gespannt, wie die Rennstrecke am Ende aussehen wird. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze bis jetzt im Rohzustand findet. Also hier ist ja schon alles quasi umgestaltet. Haben wir uns ja vorher schon angeguckt, aber halt, ja, noch nicht ganz fertig. Ich bin super, super gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.